gehen wir durch das Leben ganz langsam und froh. Row, row, row your boat gently down the stream. Das Puppenspiel ist für Amy Weinstein Beruf und Lebensinhalt. Ich versuche, Toleranz zu vermitteln mit den Puppen. Auch Vielfalt, auch Respekt und gut zueinander sein. Auch versuche es ganz einfach auch als ein Teil. Und dass man vielleicht auch bewusst denkt an was man wünscht oder was man tut, was man sagt. In der Oberpfalz betreibt Amy Weinstein ein Puppentheater. Mit ihrer Kollegin Brigitte Gray tritt sie regelmäßig auf, vor Kindern und Erwachsenen. Die Stücke und Szenen schreibt sie überwiegend selbst. Hey, wisst ihr was? Ich singe fast immer nur auf Englisch, aber ich kann auch ein deutsches Lied ganz allein singen. Mit ihrer Puppe Rosie verarbeitet sie auch ihre eigenen Erlebnisse. Rosie ist eine englischsprachige Puppe, die auch Deutsch spricht, aber mit großem Akzent. Also das stecke ich voll dahinter. Alle meine Tänzchen möchten einen Tee. Ohne bewusst zu sein, vermittelt sie einfach das. Wir können miteinander Spaß haben, wir können miteinander singen und spielen. Egal, wenn mein Deutsch nicht perfekt ist, egal, wenn ich lieber auf Englisch singe. Egal. Cool, ein Dreidel. Amy wird 1965 in einer jüdischen Familie geboren und kommt aus Colorado in den USA. Ein Teil ihrer Wurzeln liegt in Deutschland. Die Großeltern stammen aus Berlin und müssen 1938 fliehen. Da ist Amys Mutter 9 Jahre alt. Ihre Eltern sind keine religiösen, sondern liberale Juden. Wir waren nicht in die Synagoge, wir waren nicht ein Teil von meiner formalen Gemeinde oder sowas. Aber wir waren Juden. Haben wir jüdische Feste, Feiertage gefeiert, haben wir jüdische Werte gelernt und solche Sachen, genau. Amy studiert Soziologie, Anthropologie und Theater. Bei einem Auslandsaufenthalt in Kolumbien kommt sie mit dem Puppenspiel in Kontakt. Sie ist fasziniert. Eine lebenslange Leidenschaft nimmt ihren Anfang. Mama! Mit Puppen kannst du zeigen, was du vielleicht mit menschlichen Schauspieler oder Schauspielerin nicht so leicht machen könnte. Da kann man so wahnsinnig viel machen. Mit, ohne Wörter, mit Musik, ohne Musik und so weiter. Drum läuft es schnell ins Häuschen und zum Ofen hin. Das macht mir Spaß. Ich bin glücklich, wenn ich da auch versinken kann in die Puppen, in die Bewegungen, in die Musik. Und dann spüre ich auch, dass ich die richtige Arbeit ausgewählt habe. In den USA lernt Amy ihren deutschen Mann kennen. Er stammt aus Cham. 2004 zieht sie mit ihm hierher, in die Oberpfalz. Es war anstrengend, hart, etwas einsam. Auch Positives, aber ja, hat lange gedauert, bis ich es gut gefühlt habe. Weil mein Deutsch nicht so gut war oder weil manche Leute haben Angst, dass es auf Englisch sprechen würde. Und das tut etwas weh. Die Beziehung mit ihrem Mann scheitert. 2014 trennt sich Amy schließlich, bleibt aber mit ihren beiden Töchtern in Cham, wo sie mittlerweile Fuß gefasst hat. Über mehr Zeit dann kommt man schon näher an die Leute. Das Kindergarten von meinen Kindern war ganz wichtig, Waldkindergarten. Da habe ich dann besser Leute kennenlernen können. Und jetzt mag ich mich ein bisschen größer und ich weiß, dass das auch gut ist. Ich darf Platz nehmen. Und ich bin genug, wie ich bin. Ne? Also das ist ein Prozess zu lernen.
Amy ist nicht religiös, pflegt aber bewusst jüdische Riten und Traditionen. Zum Schabbat hat sie heute Abend Freunde eingeladen. Also weil ich hier in Karm auch keine jüdische Gemeinde habe, mir ist wichtig, nicht immer nur mit meiner Familie zu feiern, sondern auch Leute einzuladen, jüdisch oder nicht jüdisch, das ist mir egal. Und das ist auch, was ich liebe an dem Judentum, ist, dass wir offen zu der Welt und zu anderen Leuten, zu fremden Leuten sein sollen. Fremd sind die Freunde zwar nicht, die sie heute eingeladen hat, aber keine Juden. Für Amy eine schöne Gelegenheit, um eine Brücke zwischen den Kulturen zu bauen. Ich glaube, wir sind insgesamt wenig jüdische Leute in der Gesellschaft. Und viele Leute kommen nicht in Kontakt oder bewusst Kontakt. Zum Schabbat-Ritual, das sie mit ihren Freundinnen und den Kindern feiert, gehört Wein. Und das Entzünden der Kerzen. Also, mach ich nach unten. Ich liebe es viel mit Kerzenlicht, mit Licht ist. Und das finde ich auch einfach ein Beispiel, wie man das Welt auch helfen kann, dass wir Licht reinbringen können, symbolisch gesehen. Und ich mache für mich das Licht für die 6 anderen Tage auch. Ich darf das auch machen, so viel Licht. Mhm. Könnte gut sein, oder? Wenn ihr wollt. Mhm. Das ist ein Segen für auf dem Wein und auf Schabbat, was der Schabbat bedeutet. Wir fangen nach oben. Wir singen das nicht, wir sagen das einfach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Begegnungen wie diese pflegt Amy nicht nur im Privaten. Sie engagiert sich auch bei Meet a Jew, einem Projekt, in dem sie vor allem Kinder und Jugendliche in Schulen der Region trifft, um über die jüdische Religion und Kultur aufzuklären und Vorurteile abzubauen. Also ich glaube, ich war vielleicht für viele sehr lange Exot und auch nicht mit so viel Deutsch. Ich glaube, das ist jetzt auch anders, weil ich kann Deutsch, auch wenn das sehr unperfekt ist. Und ich bin ein Teil von der Gesellschaft hier und viele Leute kennen mich jetzt. Und das ist, was wir brauchen, ne? Dass wir uns kennenlernen, sodass man nicht so viel Angst von was man nicht weiß hat. An der Grundschule von Karm bietet sie einmal die Woche einen Workshop im Puppenspiel an. Hi! Guten Abend! Servus. Hi. Hello. Ich mache viele Spiele, ein bisschen Konzentrationsspiele, Gruppenbilden und ein bisschen Selbstbewusstsein. Selbstbewusst vom Körper, von dem Platz, wo man steht, von dem anderen und auch, dass man ein bisschen Spaß hat. Alle in dem Rahmen von Theaterspiele. Wenn jemand auf der Bühne ist, da muss man auch Respekt haben und unterstützen. Weil das braucht man Mut, auf der Bühne zu sein. Von Colorado nach Karm. Amy hat einen langen Weg hinter sich und hier erfolgreich Wurzeln geschlagen. Okay. Ich finde es gut, hier zu sein. Ich habe jetzt Leute kennengelernt. Ich habe gute Freundschaften schließen können. Ich habe schöne Arbeit. Ich habe einen wunderbaren Ort, wo ich wohne. Und ich fühle mich wohl hier.